In der internationalen Presse wird häufig die Frage gestellt, wie in Deutschland die Todesfälle durch Covid-19 erfasst werden, also ob nur die gezählt werden, die direkt an Covid-19 gestorben sind, oder ob auch Fälle gezählt werden, in denen die Betroffenen schwere Grunderkrankungen hatten und ebenfalls mit Covid-19 infiziert waren, es aber nicht ganz klar ist, woran sie letzten Endes gestorben sind. Also in Deutschland ist es so, dass alle Menschen, bei denen Covid-19 diagnostiziert wurde, und wenn sie dann sterben, sind es Covid-19-Fälle. Das heißt, wir zählen einfach, das Entscheidende ist das Ergebnis des Tests Covid-19. Da wird nicht unterschieden, ob sie dann Grundkrankheiten hatten oder nicht, sondern im Nachhinein erhalten wir dann die Informationen, ob die Menschen Grundkrankheiten hatten, die verstorben sind oder nicht. Wir melden alle Fälle, die Covid-19 positiv sind und gestorben sind, als Covid-19-Sterbefälle. Und wir dürfen uns auch über eines, müssen wir uns auch klar sein. In Deutschland sterben ja im Schnitt so rund 2700 Menschen jeden Tag. Das ist die normale Todesrate. In Deutschland sterben im Jahr so circa 900.000 Menschen. Und das heißt also, es wird unter anderem ja auch vorkommen, das ist einfach mit einer statistischen Wahrscheinlichkeit verbunden, dass auch Menschen zeitlich im Zusammenhang mit der Impfung versterben werden. Und dann ist es natürlich extrem wichtig herauszufinden, ob der Grund die Impfung war oder eben eine andere zugrunde liegende Krankheit. Wow,